Servus Leute, wir machen heute einen ultimativen Kornvergleich. Wir haben nur die Coco Brico nicht gerade am Start, aber wir haben die Takeaway Korn einmal. Haben wir leider keine Verpackung mehr. Ist ja wurscht. Dann haben wir die Tom Kokocha Gold, die Coco Green Hookah Korn und einmal die Star Wars Korn. Genau, die Coco Boss 2.0. Also wir filmen das Ganze, wie lange sie brauchen, bis sie an sind, wie sie abaschen etc. Und wir wiegen sie. Die Kohlen sind alle angegeben auf die gleichen Maße, sehen aber auch dennoch anders aus, zeigen gleich noch Detailbilder dazu. Und ich sage dann natürlich jedes Mal jeweils dazu was. Also jetzt wiegen wir die Kohle mal. Also jetzt wiegen wir mal die Star Wars Coco Boss 2.0 Kohle. 14. 14 Gramm. Jetzt die Coco Green Hookah Kohlen. 16. 16 Gramm. Dann die Takeaway Kohlen. 12 Gramm. Ja, die sind noch ganz leicht. Und jetzt noch die Tom Kokocha Gold Kohlen. 15 Gramm. Also Leute, das sind die Takeaway-Kohlen, die kleine. Hier die Star Wars Coco Boss 2.0. Das sind die Coco Green Kohlen, oben rechts im Eck. Und oben links, das sind die goldenen Tom Kokocha Kohlen. So, und jetzt stoppen wir das Ganze auch mit der Zeit, dass ihr das seht. Wie lange die dauern, wie lange die brauchen. So, Elephant auf 5. Starten wir das Ganze mal hier. Bei 3 Sekunden sind wir schon. Also bis gleich, wir nehmen das auf. So, bei knapp 5 Minuten gehen jetzt die Kohlen eigentlich relativ gleichmäßig an. Wir haben die extra so reingelegt, dass beide Seiten jeweils erhitzt werden. Und ja, mal sehen, wie es nach 10 Minuten aussieht. Und dreht das Ganze jetzt mal um 180 Grad. Wir machen es halt ohne Windschutz an, wenn man das sieht. Dauert natürlich dauernd so lange gefühlt. Die brauchen echt ewig so. So Leute, jetzt sind wir bei 18 Minuten gleich. Die Kohlen sind eigentlich relativ gleich gut angeworden. Könnten wir sie noch ein bisschen drauf liegen lassen. Allerdings sind diese Coco Green Kohlen, die oben rechts, sind am schnellsten angegangen, danach die Tom Kokocha Gold und zum Schluss kommen Takeaway und Star Wars 2.0. Die haben einen Ticken länger gebraucht, wie man sieht haben sie auch noch ein paar schwarze Stellen. Ich gehe gleich näher hin. Hier sehen wir die Takeaway. Star Wars 2.0. Oben rechts Coco Green. Ihr bekommt auch schon leichte Risse und natürlich Tom Kokocha Gold. Jetzt lassen wir das, die ganzen Kohlen noch zum Schluss abaschen, wie die am Ende, was die für eine Größe bekommen, im Vergleich zu den anderen natürlich. Deswegen machen wir ja das Video. Jo, bis gleich. Leute, wir beobachten jetzt die ganze Sache. Auf der Seite, hier vorne, seht ihr die Takeaway-Kohle, ist schon im Vergleich relativ klein geworden. Hier außen die Coco Green Kohle, hinten links ja, Star Wars 2.0 und hier Tom Kokocha Gold. Also jetzt filmen wir in 5 Minuten oder halbe Stunde oder je nachdem, wann wir wollen wieder, ob, wenn man da schon Ergebnisse sieht. Also bis gleich. So Leute, jetzt kommen wir zum Ende vom Video. Ich klopfe die Kohlen jetzt nochmal ab. Ich fange an mit der Takeaway. Relativ klein geworden. Jetzt nehme ich die Coco Green Kohle. Jetzt kommen die Kokocha Gold. Und die Star Wars Kohle. Also ich muss sagen, jetzt fackelt da irgendwas ab, egal. Ich muss sagen, im Vergleich
sind die Coco Green Kohlen, wie man hier zu sehen kann, relativ gut. Die Coco Green Kohlen, die kosten gleich wie die Tom Kokocha Goldkohlen. Und die drei, also Kokocha Gold, Starburst 2.0 und die Coco Green Kohlen, haben eindeutig den Vergleich bestanden. Nur die Takeaway Kohle, die ist da ein bisschen mager dagegen. Die ist echt winzig geworden. Ja, das war's von uns. Haut rein.